So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke und wir haben wieder Post bekommen und das muss ich direkt jetzt mal aufmachen. Eigentlich wollte ich mich gerade hinlegen, weil das Wochenende, Hannes ist da, wir waren einkaufen, uns ist schlecht, wir stehen kurz vorm Herzinfarkt. Adi, nein! Wir wollten uns jetzt noch ein bisschen ausruhen wegen der langen WrestleMania-Nacht, aber der Adi geht immer zu an die Post und das muss heißen, da ist was zu essen drin, glaube ich. Deswegen wollen wir das jetzt mal auspacken. Wir haben nämlich hier zwei Pakete. Also hier ist so ein Päckchen Dings so, ne? Und hier in dem anderen so ein großes, ne? Das sind lauter Erdbeeren drauf. Das ist nämlich schon wieder von Karls. Kennt ihr noch Karls? Karls Erdbeerhof. Da wollte ich nämlich was ganz Besonderes bestellen. Und dann hatten sie das nicht. Und jetzt musste ich warten, bis das wieder drin ist. Hüpf, genau. Und jetzt war das wieder drin. Und jetzt musste ich extra nochmal bei Karls bestellen, damit ich nur das, weshalb ich eigentlich bei Karls bestellen wollte, und so weiter, ne? Jetzt ist es soweit. Herzlich willkommen in der zauberhaften und liebevoll gestalteten Welt von Karls. Und am zauberhaftesten ist natürlich immer der Sack voll Stroh, den sie einen mitliefern, wo dann einfach alles voll ist, alles Stroh, Heu, Zeug, was weiß ich, keine Ahnung. Überall eine Sauerei und ihr kriegt es staut sich schon in euren Atemwegen, weil das einfach so alt und modrig alles ist. Wenn wir das aber jetzt mal hier aufmachen, müsstet ihr hier drin jetzt die Original Karls Erdbeerbratwürste haben. So ein Riesenpaket einfach nur für nix. Hier ist noch einmal Seife zum Waschen. Richtig genial. Das ist, wie gesagt, leer. Genau. Da kann der Ali dann drin spielen. Ein ganzes Paket voll. Nur wegen der Bratwurst. Und jetzt guckt euch die mal an. 5 Euro, glaube ich, ein Paket Bratwurst. Und 5 Euro dann die Versandkosten. Wenn wir die jetzt hier auspacken, dann haben wir hier diese richtig perversen, ekelhaften Erdbeerbratwürste von Karls seit 1921 und die stehen jetzt schon seit 10 Jahren auf dem Schrank rum in dem Paket. Ich glaube, die hätte man mal kühlen müssen, sollen, wie auch immer. 11 Euro pro Kilogramm steht dabei. 5,50 Euro. Die müssen also in den Kühlschrank, sonst werden die noch röter, als sie schon sind. Und gleichzeitig wollen wir natürlich hier gucken, was da jetzt drin ist. Beziehungsweise gleichzeitig können wir hier gucken, was der da macht. Adi, Schatz! Ja, guck dich mal um in Ruhe. Ich mache das so lang auf, denn der Armi Kosi hat mir gesagt, er möchte mir mal ein Wurstpaket schicken. Jetzt ist das Einzige, was sein kann, dass das Wurstpaket ist. Denn sonst wüsste ich nicht, warum der Adi so an dem Paket rummacht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt öffne. Ich schneide einfach oben den ganzen Papp durch und wir gucken einfach rein. Das muss dann nämlich auch gekühlt werden. Das habe ich. Ist das heute angekommen? Nee, das ist von gestern. Das lag jetzt auch die ganze Zeit. Ich weiß es. Ich blicke gar nicht mehr durch. Ich kann mir auf jeden Fall nichts merken. Also alles wird gut. Wir haben hier ein Wurstpaket. Boah. Mann, riecht das wurstig, Adi. Willst du auch mal riechen? So wurstig, wie das riecht. Was ist das denn hier? Katzen. Jara. Chew-Sticks. Also Kau-Sticks für Katzen. Das ist sehr schön. Da werden wir gleich mal einen abmachen. Und einen Adi mal einfüttern. So, Moment. Zieh mal den hier so ein Stück raus und sagen, Adi Schatz, hier, nimm doch den ganzen. Also eigentlich würde ich den klein machen und würde den immer Stück für Stück verfüttern, aber wir müssen Zeit sparen, deswegen machen wir das mal so. Die restlichen lege ich jetzt auch wieder hier mit rüber. Und was ist hier noch drin? Ihr habt Knacker, ja? Knacker, guck dir die Knacker an. Sieht aus wie Karls Bratwürste, nur richtig schön kräftig und heftig. Die ist irgendwie länger als die anderen. Die anderen sind dicker und kürzer. Die ist dünner und länglicher.
Können wir mal so reingucken, wenn ihr wollt. Seht ihr das? Seht ihr die Würste im Beutel? Dann frisches Brötchen dazu. Was ist das hier noch? For your Beauty-Seifensäckchen. Ein Seifensäckchen, da kann ich jetzt meine kaputte, zweigeteilte Seife reintun und dann kann ich damit Verbrecher in die Flucht schlagen. Ein Seifensäckchen. Hab ich noch nie gehabt. Und wir haben ein KitKat Chunky White, damit mir gleich wieder die Zähne wehtun. Und wir haben, was ist das? So ein Zettel, guck dir das an. Ja, was soll das jetzt sein? Augsburg, Deutsche Post, Schädlingstraße 25. 8.04.08.39 Uhr. Ich weiß nicht, was heute ist. Hätte ich mal mein Handy mitnehmen sollen. Google Play Gutscheincode. Ah, deswegen ein ganzer Zettel noch mit einem Google Play Gutscheincode. Vergesst diese Karten, die es gibt. Gönnt euch so einen Zettel. Sieht auf jeden Fall gut aus. Muss ich dann mal einlösen, bevor ich das vergesse. Ich glaube, es ist sicherlich schon passiert, dass ich irgendwann vergessen habe, einen Gutscheincode einzulösen. Jetzt checke ich aber trotzdem nicht oder blick gerade nicht durch. Ist das jetzt von Amikosi? Ist das nicht von Amikosi? Ist das jetzt, schreibt's mal rein, schreibt's mal in die Kommentare nochmal genau. Seifensäckchen, das müsste eigentlich passen. Tiffinus, Seifensäckchen, Würste, Amikosi, dürfte eigentlich so hinhauen. Ich pack's mal liebevoll zurück, ja. Der Chef hat sich nämlich breit gemacht. Seht ihr das? Wie er wieder den Ellenbogen aus dem Fenster hält. Wie ein Gangster. Genau, Adi. Zeig dich von der Schokoladenseite. Das sieht gut aus. Also, wir haben was Süßes. Wir haben was zum Spielen. Wir haben was für die Katze. Wir haben was Knackiges. Ist bestimmt vielleicht eine Chili-Knacker. Ich weiß es nicht. Die eine sieht nämlich richtig feurig aus. Vielleicht sind die auch alle feurig. Und wir haben was richtig Perverses aus dem anderen Paket. Wir haben Erdbeerbratwürste. Also, wenn ihr euch eine Sache von diesen ganzen Sachen, die wir hier gezeigt haben, aussuchen könntet, was würdet ihr wählen? Erdbeerbratwurst? Google Play Guthaben? Ein Seifensäckchen? Schreibt es mal in die Kommentare. Das müssen wir jetzt mal alles kühl packen. Müssen das alles wegräumen. Das war's von meiner Seite aus. Und die müssen wir irgendwann dann auch mal testen. Mal gucken, wenn das Wetter besser wird, nochmal grillen irgendwie. Da muss ich nicht wegen einer Wurst den Grill anmachen wie letztens, sondern wegen fünf. Damit sich's richtig lohnt. Adi! Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Grüße gehen raus. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Jetzt beiß in den Wasserhahn. Beiß in den Wasserhahn. Das macht er sonst immer. Heute nicht. Ist scheu, gell? Das kleine Rehkitz. Tschüss.